Nutella auf 6. Er hält einfach Vortrag drüber, wie er das Ding jetzt rausrechnen wird. Kannst du alle Nebenrechnungen vielleicht einblenden oder in der Videobeschreibung, dass wir da den ganzen nachfolgen können? Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Jungs und Mädels, wir gehen noch rein in ein Video. Und zwar haben zwei Zuschauer, die selber, glaube ich, auch YouTube machen, eine Kalorien-Challenge gedreht. Next Level, 20.000 Kalorien in 24 Stunden, deutscher Rekord, das Selbstexperiment. Die machen anscheinend auch Fitness und ich glaube, die kommen sogar auch aus München. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Zumindest habe ich mal, als ich die angeklickt habe, irgendwas vom Oktoberfest gesehen, glaube ich. Und ja, Mann, mal gucken, ob die viel essen können. 30 Tage keine Kohlenhydrate, 350 Eier in 5 Tagen. Okay, also die machen wohl irgendwie so verschiedene Experimente und haben jetzt unter anderem auch versucht, 20.000 Kalorien zu essen. Zusammen oder einzeln, das wird sich jetzt zeigen. Ich schätze mal wahrscheinlich jeder einzeln. Und ob die es geschafft haben oder nicht, gucken wir mal rein. Die haben mir auf jeden Fall auf Instagram geschrieben, dass ich mir das Video reinziehen soll. Bin mal gespannt, Alter. Also ich glaube nicht, dass sie es geschafft haben. Ich kann die nicht einschätzen, aber das ist halt schon, also 20.000 Kalorien ist schon wirklich, das ist nicht so ein bisschen viel. So, sag mal, wenn jemand viel essen kann, dann kann er vielleicht über 10 essen und schafft vielleicht irgendwie 15. Aber 20 ist wirklich nochmal eine ganz andere Liga, Leute. Doch bevor wir in das Video gehen, Leute, ein kleiner Reminder. Denn nächste Woche am Donnerstag beginnt der Summer Sale bei Gymshark. Und dort gibt es bis zu 60% Rabatt mit dem Code Franklin. Nochmal 10% auf die reduzierten Sachen. Ich packe euch schon mal einen Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr auch schon mal eine Wishlist zusammenstellen. Die wird beim Sale auch aktiv sein. Das heißt, ihr könnt einfach gucken, wie eure Wishlist dann reduziert ist und die Sachen dann bestellen. Spart ihr euch Zeit. Seid schnell, denn die Sachen sind immer schnell ausverkauft. First come, first serve. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sparen und beim Shoppen. Was geht ab, Freunde? Wir sind Next Level. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es ein ganz besonderes Video. Wir werden uns heute der härtesten Challenge stellen, die wir jemals gemacht haben. Und zwar werden wir heute beide eine Kalorien-Challenge machen und den deutschen Rekord brechen. Wir werden in den nächsten 24 Stunden jeder 22.000 Kalorien essen und schauen mal, wie es uns danach geht. Wir haben das Ganze vor einigen Wochen gesehen bei Sascha Huber auf dem Profil. Er hat das Ganze versucht mit seinem Vater, hat es leider nicht geschafft. Er ist bei knapp über 14.000, sind die beiden gescheitert. Trotzdem Respekt an dieser Stelle. Respekt an Papa. Mein Papa hat auch noch eine ganze Packung Milch auch schon getrunken. Durch das Video von Sascha Huber sind wir dann auf den aktuellen Rekordhalter gekommen, The Franklin. Er hat knapp über 20.000 Kalorien gegessen in 24 Stunden. Er hält den aktuellen YouTube-Rekord und den gilt es heute zu brechen. Ich hab's geschafft, Leute, ich hab's geschafft. Wir haben uns die Videos auch genau von der beiden angeschaut und finden, die haben nicht die optimale Strategie gewählt. Ach, echt, oder? Ich habe nicht die optimale Strategie gewählt. Da bin ich mal gespannt, Alter, weil ich finde eigentlich, boah, ich müsste mir mal mein eigenes Video, ich schaue ja meine eigenen Videos nicht so häufig an, ne? Vor allen Dingen erst nicht diese Kalorien-Challenge, aber wenn ich die nächste mache, dann schaue ich mir da vielleicht nochmal durch, was ich da gemacht habe. Aber ich glaube eigentlich, dass ich da schon ganz gute Sachen gewählt habe, um ehrlich zu sein. Ich weiß noch, ich habe mit diesem Burger begonnen, auf den ich echt Bock hatte und der gut reingescheppert hat mit irgendwie 3000 Kalorien. Der war komplett insane und dann immer wieder zwischendurch Nüsse und sowas. Das war eigentlich schon ganz stabil, aber da wird bestimmt irgendwo noch Verbesserungspotenzial gewesen sein. Muss ja, weil sonst schaffe ich das ja dieses Jahr nicht, wenn ich 25 essen will. Also wenn ich es nochmal so mache, dann werde ich es nicht schaffen, weil außer ich habe jetzt über die letzten Jahre, bin ich so zum Fettsack mutiert, dass ich plötzlich mehr essen kann. Ich habe schon das Gefühl, dass mein Magen sich ausgeweitet hat. Also ich merke schon, dass ich irgendwie so gefühlt mehr essen kann. Und wir werden heute zeigen, wie wir das Ganze angehen werden. Bei dieser Challenge gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss, einfach um nachzuweisen, dass alles regelkonform abläuft. Die erste Regel ist, es zählen keine flüssigen Kalorien. Das heißt, man muss alles essen. Sowas wie Cola trinken zählt nicht mit rein. Die zweite Regel ist, es muss immer alles gefilmt werden, was wir essen. Es darf zwischendurch schneller gemacht werden, aber es darf nichts rausgeschnitten werden. Und die dritte Regel ist, man muss nachweisen, dass alles in 24 Stunden gegessen wird. Das machen wir mit Hilfe der Atomuhr. Wir freuen uns auch schon die letzten Wochen und Monate extrem auf diesen Tag. Wir haben die letzten 24 Stunden nichts gegessen, damit der Hunger auch richtig am Start ist. Und jetzt heißt es, loslegen, wir haben richtig Bock. Wir starten nun mit einem Brunch. Wir sind riesige Laugenbrötchen-Fans, deswegen haben wir uns 20 Laugen besorgt. Jeder wird jetzt erstmal so 8 Stück essen mit richtig fettem Belag. Das werden wir gleich alles zeigen, wie wir das machen. Und dann wird es für jeden von uns... Das ist schon komplett falsch, Alter. Was denkst du, wie die Teile aufgehen im Magen, Alter? Die nehmen dir so viel Volumen weg. Nochmal 2 Croissants als Nachtisch quasi geben. Als erstes haben wir die Laugenbrötchen gewogen. Die wiegen im Schnitt 70 Gramm. Anschließend haben wir die Croissants gewogen. Die liegen auch bei 70 Gramm. Dann habe ich mir die Nutella abgewogen.
Ja, Chat, das ist halt auch so eine Sache eigentlich, ne? Weil eigentlich muss man auch sagen, wenn ich diese Challenge mache, so, wenn man es ganz, 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 ganz extrem nimmt, okay, dann darf man ja nur Sachen essen, die man zu 100% tracken kann. Also sage ich jetzt mal, irgendwelche abgepackten Kinderriegel, wo hinten die Kalorienangaben draufsteht. So ein Croissant vom Bäcker würde ja schon gar nicht gehen, weil da müsstest du ja irgendein Croissant aus der Tracking-App nehmen und es könnte sein, dass es ja ein bisschen mehr, weniger hat und was weiß ich. Oder in ein Restaurant gehen und dann dort irgendwas essen und dann müsstest du es schätzen oder was weiß ich. Und dann geht es ja auch nicht. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch voll schade, weil dann kannst du so viele Sachen nicht essen, die vielleicht nice wären. Aber wenn man es wirklich richtig, richtig macht, dann muss man schon alles abwiegen und tracken können und irgendwie so ganz genau. Wir haben 158 Gramm raus, wir haben 150 genommen und dann nochmal 150 Gramm Marmelade. Die Butter hat eine Einheitsgröße von 250 Gramm und wurde komplett verschmiert. Dazu gab es 8 Scheiben Tilsiter Käse von Aldi. Einfach dem ganzen Block Butter. Da ich ein großer Nutella-Liebhaber bin, gab es für mich 250 Gramm Nutella, ebenfalls ein Block Butter und 8 Scheiben Tilsiter Käse. Ach du Kacke, was sind denn das für kranke Stullen, Alter? Die hauen sich auf 8 Brötchen einen ganzen Block Butter und 250 Gramm Nutella. Ey, Leute, 250 Gramm Nutella, das sind allein 1200 Kalorien oder sowas. Oder noch mehr, 1500. Boah, aber danach bist du beerdigt, Alter. Danach geht gar nichts mehr. So, jetzt werden wir uns nochmal wiegen, bevor wir loslegen. Und dann werden wir uns in 24 Stunden nochmal wiegen. Das mache ich bei mir beim nächsten Mal auch. Ich bin gespannt, was bei mir rauskommt. 77 Kilo Bauch. Oh, relativ flach. Mit Klamotten 89. Also ich weiß, bei mir war es so, bei 20.000 Kalorien, ich konnte, das hätte man eigentlich mal filmen müssen, ich lag bestimmt 4 Stunden oder so auf der Couch und ich konnte mich nicht bewegen, weil ich solche Schmerzen hatte. Und das war auch, nachdem ich die Döner-Challenge gegen Ada gemacht habe, wo ich, was waren das, 6 oder 7 Döner da gegessen habe in 50 Minuten. Danach ging es mir ähnlich schlimm wie nach der 20.000 Kalorien-Challenge. 6,5, sieht relativ flach aus, schau mal, wie es morgen ist. Es ist Freitag, der 31. Mai, 14.16 Uhr und wir werden jetzt bis morgen 14.15 Uhr einfach. Bis zum 1. Juni, 14.15 Uhr haben wir Zeit, 22.000 Kalorien zu essen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, um die Uhrzeit zu starten, ehrlich gesagt. Weil wenn man, also das ist auch so eine Frage, das ist ja auch schon wieder Strategie, weil wenn man jetzt, sage ich mal, ich fange immer Mitternacht an, weil ich mir dann halt den ganzen Tag über nichts esse und dann vorm Schlafen gehen haue ich mich voll, 5000 Kalorien rein oder sowas und dann gehe ich pennen. Dann penne ich ein paar Stunden. Ich bin aber noch nicht so am Ende mit dem Essen, dass ich am nächsten Tag nicht mehr aus dem Bett rauskomme. Wenn ich jetzt aber um 14 Uhr beginne und dann, sagen wir mal, bis um Mitternacht mich vollstopfe, habe ich ja schon mega viel, was weiß ich, vielleicht jetzt in dem Fall 12.000 Kalorien drin, bin voll, mega voll schon und gehe dann pennen, dann komme ich aus dem Bett nicht mehr raus, weil ich einfach, es kostet so viel Energie und dann am nächsten Tag schaffst du nichts mehr. Go! Also, jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Mit Tilsiter und Butter. Wer als Kind oder Jugendlicher mal bei einem Fußballhallenturnier war und ein Laugenbrötchen mit Butter, Käse und dann Essiggurke drauf gegessen hat, der weiß ganz genau, wie krass das schmeckt. Ist echt eine der krasseren Sachen, muss man sagen. Mhm. Sehr underrated, aber wir feiern es natürlich sehr. Deswegen haben wir uns. Saure Gurken geben so geile Akzente, so geile Noten. Heute für diese Variante entschieden. So, wie ihr gesehen habt, haben Bernd und ich halt auch die Laugenbrötchen mit Nutella verschieden belegt. Und da stellt sich natürlich die größte Frage, die eigentlich zu klären gibt, schon seit langer Zeit. Brötchen mit Butter und Nutella, so ist es mehr, also für mich ist das undenkbar. Oder einfach nur Nutella, ohne Butter. Boah, also wenn ich das mache, dann immer ohne Butter. Als Kind habe ich aber ganz häufig mit Butter drauf bekommen. Und ich muss sagen, ich habe diesen Geschmack schon noch im Kopf und ich habe das als sehr geil im Kopf. Also Butter und Nutella, würde ich sagen, ist wahrscheinlich unterm Strich geiler. Ja, das ist wahrscheinlich geiler. Das andere ist praktikabler, weil es schneller geht. Und wir haben schon viele Umfragen auch in Instagram gemacht. Und tatsächlich. Was sagt ihr? Mit Butter oder ohne Butter? Schreibt mal bitte in den Chat rein und auch in die Kommentare. Ich kam immer 50-50. Also ich, 50, ja, wahrscheinlich, würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich 50-50. Ich gehe raus. Was fast nicht glauben kann, aber ja, anscheinend teilen sich da die Geister. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und auch mit Marmelade, ganz wichtig, Alter, mit Butter, Marmelade und Butter. Was ihr denkt oder was ihr fühlt oder mehr fühlt. Genau. Einfach keine Musik am Start. Marmelade, Alter, mich am Arsch. Mit, schreibt der Chat. Mit. Zack. Ohne, nur mit. Die Frage wird noch Generationen beschäftigen. Genauso ähnlich wie mit den Kelloggs. Zuerst Milch und dann. Oder?
Ich finde auch zuerst Milch und dann die Cornflakes rein, Alter. Beste. Das ist so geil, wenn du die Milch reinmachst und die Cornflakes dann so auf der Milch schwimmen einfach. Oh, so nice, weil dann kannst du die einfach trocken essen ohne Milch. Probiert's aus, Mann. Beste. Aber die haben nicht gesagt, wie viele Kalorien es jetzt alles hat. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde rum. Wir haben auf jeden Fall schon einiges drin. Man merkt doch langsam, dass wir müde werden. Der Blutzuckerspiegel steigt an, Insulin kickt. An dieser Stelle ein kleiner Sicherheitshinweis. Das natürlich ist nicht gesund, ist alles andere als gesund, ist sehr ungesund. Absolut wahr. Und soll auch keiner nachmachen. Wir machen uns das einfach, weil wir gute Esser sind und weil wir denken, dass es eine krasse Challenge ist. Ich bin schon verballert. Deswegen machen wir das, aber ist auf jeden Fall sehr hart, sehr eklig und sehr ungesund. Also nicht nachmachen an dieser Stelle. Phil, ist jetzt noch diese Hälfte zu Ende. Da haben wir beide noch zwei Laugen und ein Croissant und dann noch ein halbes übrig. Dann machen wir eine kleine Pause, weil wir das natürlich auch nicht überpacen wollen, weil wir uns das gut aufteilen wollen. Alles. Du hast die Nutella auch verklebt. Ja, die Nutella ist sehr dick und deswegen hat er schon gut reingehauen. Unsere Strategie wird auf jeden Fall sein, nach jeder Mahlzeit ein bisschen spazieren zu gehen. Einmal werden wir uns Fitness gehen. Das ist gut. Ein bisschen kalorienfrei machen, das werden wir jetzt auch gleich machen nach der Mahlzeit hier. Und müssen auch noch mal trinken und... Was würdet ihr schätzen, was haben die für einen Background, die beiden? Die sind beide von oben bis unten voll tätowiert. Ich könnte mir vorstellen, die sind vielleicht beide Personal Trainer und machen so Kampfsport oder sowas. Die sind so Kampfsporttrainer, machen irgendwas mit Kampfsport, würde ich schätzen. So wie die aussehen. Vielleicht arbeiten die beide im Gym oder haben vielleicht so ein Gym gemeinsam oder irgendwie sowas. Ich denke, die machen irgendwas in die Richtung. Oder vielleicht irgendwas ganz anderes. Vielleicht sind sie auch beide Handwerker, können wir auch vorstellen, handwerklich. Nochmal Essigdrogen besorgen. Aber wir lassen es genau so stehen, wie es hier ist. Und bevor wir das nächste Mal anzeigen, zeigen wir nochmal die Atomuhr. Dann geht es genau da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Wir haben auch im Vorfeld eine Liste mal angefertigt mit verschiedenen Sachen, wo wir essen wollen. Haben auch ein paar dann getestet und es sind auch ein paar rausgeflogen. Also wir haben uns da schon gut drauf vorbereitet. Aber jetzt gerade auch festgestellt, dass mit mehr Käse besser gewesen wäre. Das ist schon arg. Also das ballert schon das Nutella und das Marmelade und das süße Zeug. So. Was? Mit mehr Käse? Also mehr Teile mit Käse? Das hätte ich nicht essen können, Mann. Verklebt einen echt. Verklebt auch. So individuell bei jedem. Der eine kann davon voll viel essen, der andere davon. Nein, aber ja, man lernt für vielleicht eine andere Challenge, wer weiß. Also wir sind gerade auf dem Weg zum Aldi, noch ein paar Sachen organisieren. Wir haben richtiges Pisswetter, aber das kommt uns sehr zugute heute, weil wenn es so heiß ist, hat man auch nicht so Bock, so viel zu essen. Das stimmt. Du müsste viel mehr Eis essen und so passt es eigentlich. Ja, Mann. Also freuen uns, das Wetter ist auf unserer Seite. Es ist jetzt 16.36 Uhr und jetzt geht's. Zwei Stunden sind vergangen. Genau, das Essen liegt genauso da, wie es vorhin gelassen wurde. Wir müssen nur eine kleine Änderung vornehmen. Wir werden das hier immer noch separat mit dem Handy gleichzeitig filmen. Ein bisschen Marmelade runter machen, weil die mich zu arg verklebt und die hat auch nicht so viel Kalorien. Deswegen werde ich die jetzt in der Schüssel hier wiegen, ein bisschen Marmelade nur vom Croissant runter tun und dann werden wir das einfach nachher nicht dazu rechnen. Wir haben ja 150 Gramm Marmelade vorhin drauf gemacht, aber das wird dann halt einfach abgezogen, weil das passt mir einfach jetzt nicht rein. Mhm. Wir müssen hier ganz taktisch vorgehen, das ist wichtig, deswegen. Also, okay. Hier ist jetzt die Waage. Siehst du die Waage? Mhm. Jetzt gehe ich drauf, warte. Okay. Und dann bin ich 35 Gramm leichter. 35 Gramm weniger, das ziehen wir nachher ab von den 150. Also schau mal, ich finde, also ich weiß das sehr zu schätzen, dass die beiden Jungs alles filmen wollen, dass es alles so real ist und was weiß ich und sowas. Aber schau mal, irgendwo muss man dann auch noch so gut sein lassen und sagen, ey, yo, das ist ein Video, was auch Unterhaltungsfaktor hat, ne? Wenn du jetzt anfängst, jeden Furz, dann geht das Video ewig und besteht daraus, dass man jetzt filmt, wie man 35 Gramm Marmelade abdings, das hätte man auch einfach ein Foto einblenden können, wenn ihr das und so sagen, hey, wir haben 35 Gramm runtergemacht, kauft euch wahrscheinlich jeder ab. Ich denke nicht, dass es jetzt den Unterschied macht, wenn ihr 10 Gramm Marmelade werde, mehr oder weniger esst, so, weißt du? Vorgenommen haben. Sie wollen real bleiben. Ja, da müsste ich mich ja auch, also da müsste ich ja selber, das wäre Doppelmoral für mich selber. Ich würde, ganz ehrlich, wenn ich ein Video drehe, würde ich das auch nicht machen. Also wo komme ich denn da hin, Alter? Jetzt überleg mal, bei 25.000 Kalorien, was denkst du, wie viel Essen das ist, Alter? Wenn ich da jeden Furz zeige, wie ich am besten komplett ungeschnitten das Video, das wäre absolut unterhaltungslos mäßig auch. Man könnte das ja auch so machen, ich habe das auch schon überlegt, 25.000 Kalorien Challenge, dass ich das einen Livestream mache, und das Ganze live esse. Aber da ist für mich das Ding, das Video am Ende ist komplett für den Arsch, Alter.
Schau mal, ich habe hier unten Streaming-Setup. Super, dann besteht das Video, wie ich 25.000 Kalorien hier unten esse. Das ist für mich voll für den Arsch, weil ich kann hier nicht weg und so. Das Video ist voll unentertaining, weil es ist nur hier. Ich will eigentlich am Ende ein geiles Video machen und diese Challenge abreißen. Und ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht, wie man das irgendwie alles unter den Hut bekommt. Und am Ende muss das Ding, so sage ich mal, im Großen und Ganzen in den Rahmen passen und muss halt, es gibt schon so viele Sachen, die man einhalten muss, so. Aber man darf sich da auch nicht, man kann sich auch nicht zu sehr im Detail verlieren. Also irgendwo schon mal auch die Tatsache, so, wenn Leute das faken wollen, dann können die das wahrscheinlich hinter der Kamera auskotzen einfach. So, Bruder, wer kriegt das mit? Keine Ahnung. Niemand. Das ist ja auch, die können auch jetzt da hingehen und gerne können sich übergeben und dann essen die das weiter, dann essen die, was weiß ich, 50.000 Kalorien, haben das jedes Mal hinter der Kamera ausgekotzt und haben gefilmt, wie sie 35 Gramm Marmelade abkratzen. Also das weiß man doch eh nicht, ne? Ich musste zurück, die Menge hat einfach nicht gepasst. Ja, ja. Ich esse ja immer Zero Marmelade, oder wenn wir mal frühstücken, essen wir Zero Marmelade. Die ist ja viel weniger süß. Hat gar nicht auf dem Schirm, dass normale Marmelade so süß ist, das hat mir alles weggebappt. Deswegen ist die jetzt ja, in der Kultur, in Zukunft weiß ich das. Wir machen jetzt wieder einen Break. Das reicht jetzt fürs Erste. Ich habe meine Sachen gegessen, die Anzeige kommt jetzt rein mit Kalorien, das warm. 6.300. Ich rechne das ab, ich mache nochmal Päuschen essen. Bro, der hat dich ganz ehrlich ganz andere Sachen gegessen als das Zeug. Ich hätte mir wirklich, es gibt so viel krassere Sachen, die man machen kann, mit viel mehr Fett als so jeder 10 Laugen sammeln oder sowas wegfetzen. Dann, oder wir gehen los und ich esse es, wenn wir wieder kommen, weil es mir jetzt einfach zu süß. Deswegen brauche ich erstmal ein bisschen Bewegung vielleicht. Genau, und die Kalorien werden dann später alle gesammelt, darauf gerechnet. Es ist gerade 17 Uhr und die Müdigkeit kickt so abnormal auf dem Balkon, muss man sagen. Kommt richtig rein, wir machen uns jetzt auch gleich auf den Weg ins Fitness, ein bisschen aktiv zu sein und uns ein bisschen müssen zu bewegen. Müssen wir. Lebt echt. Wir sind jetzt im Gym, ungefähr dreiviertel Stunde ein bisschen radeln, einfach ein paar Kalorien verbrennen. Machen. Bisschen klarkommen auf den ganzen Zucker. Wir haben jetzt gleich 18.30 Uhr. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor heute. Wir sind jetzt daheim wieder zurück angekommen. Es ist 19.30 Uhr. Ich habe hier noch was Kleines übrig. Bevor auch mal was auf mein Kalorienkonto geht, gehen wir jetzt erstmal kurz woanders hin. Wir gehen jetzt zu Megges und essen dort erstmal ein bisschen was. Dann kommen wir hierher. Dann gibt es für mich den Rest davon. Und dann haben wir Kuchen und einige Süßigkeiten geplant. Und wir denken auch, die Süßigkeiten, die haben wir auch hinten raus geplant, dass die einfacher gehen. Und ja, das wird jetzt Zeit, ein bisschen Zeit nachzuholen. Auf geht's. So, wir sind nun hier. Wir haben 6 Cheeseburger vor uns, jeder 3 Stück. Wir essen erstmal 3 und bestellen danach nicht, dass wir irgendwie was verschwenden. Und werden dann einfach, genau, essen. Ja. Weiter essen, wenn wir Bock haben. 31. Ja, okay, let's go. Ich glaube, 3 Cheeseburger. Cheese sind nur mittlerweile so frech geworden. Du hast im Prinzip eh nur einen geilen Biss, wo in der Mitte ist mit der Gurke, ein bisschen da, wo die Ketchup und alles sich befindet. Und drumherum ist du eh nur Brot. Also, ja. Wer das freiwillig kauft, also wir würden ja auch freiwillig nicht herkommen, muss man sagen. Aber es erfüllt krass seinen Zweck. Ja. Wurde uns auch nochmal der Tipp gegeben, aber wir essen ja eigentlich nie. Ich finde nicht, dass das so krass seinen Zweck erfüllt. Schon mal, was hat so ein Cheeseburger? 300 Kalorien oder so? Und das sind dann 1000 Kalorien, die du dir reingehauen hast. Kann man noch an? Also, ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, ne? Viele Leute feiern Mac ist richtig und gehen da richtig gerne hin. Ich will auch keinen empfehlen. Ich glaube, sie schaffen es nicht. Die sind jetzt vielleicht dann gleich. Nachschub kommt. Also die müssten vorm Schlafen gehen, sage ich mal, locker 10.000 Kalorien drin haben, sonst würden sie es nicht mal ansatzweise schaffen. Wir haben jetzt hier nochmal jeweils 2 Cheeseburger und einen McFlurry mit Oreo-Schokosauce. Die genauen Kalorien gibt es auf jeden Fall hier gleich eingeblendet. Oh, McFlurry hat viel zu wenig Kalorien. Blendet. McFlurry hat 350 Kalorien oder sowas. Viel zu wenig. Einfach hau den Ben & Jerry's rein mit 1000. Nochmal 5 Cheeseburger und McFlurry. Die kämpfen schon. Ich habe jetzt 2 Bissen genommen, aber ich esse die nicht. Ich muss jetzt taktieren. Und ich bin jetzt gerade so voll und ich hau's gerade so weg. Da wird dann auch nicht gezählt. Da wird dann auch nicht gezählt, klar. Ich kann ihn jetzt nicht essen und ich esse ihn jetzt nicht zur Hälfte und nachher ist scheiße. Aber ich feier so hart, wie die das so richtig ernst nehmen, Alter. Die haben sich so richtig Gedanken gemacht, Alter. Das ist so eine Aktion, schon mal losgelöst, scheiße auf die Challenge. Das ist einfach so eine Aktion, die beiden so, zwei Freunde so, ey, komm, ey, wir ziehen die Challenge gemeinsam durch und dann sitzen die wahrscheinlich schon Wochen vorher, ey, was essen wir? Ich konnte voll viel essen davon, bla bla bla, planen das voll und jetzt ist es so deren Tag, so weißt du, so Bro-Day, so komm, wir
wir ziehen jetzt die Challenge gemeinsam durch und die pushen sich gegenseitig so und dann der eine kann nicht mehr und der andere schon. Das ist das, was ich daran eigentlich am meisten fühle und am meisten feiere. Und natürlich das Essen. Langsam, also jetzt nach dem Egg, so langsam verändert sich auch die Körperform und die Körperhaltung. Ich habe richtigen Ranzen, richtigen Bierbauch vorne rausgucken, so aufgeblasen. Ich fühle mich ein bisschen so, als würde ich die Bierbauchattacke machen können, falls jemand die Legende kennt. Da gibt es einen, der hat auf der Autobahn Bierbauchattacke gemacht, weißt du. So ja, das war eine nicht Bierbauchattacke. Er sprengt euch weg, nie wieder Österreich-Urlaub. Vergesst es. Der ist so geil, Alter, mit dem Deutschland-T-Shirt. Ja, sind Sie denn nicht ein bisschen selber schuld, wenn Sie im Stau stehen? Blenden die den ein? Macht so einen weggeboxt. Können wir mal einblenden. So fühle ich mich, Digga. Hau ab. Hau ab. Komm, hau ab. Geht springt euch weg. Geht zur. Mir geht's richtig schlecht. Der ist so geil, Legende, der Typ. Richtig hart, die Cheesies haben mich komplett gekillt. Ja, es muss heute noch einiges rein. Wir müssen heute auf jeden Fall den Vorsprung. Wir müssen heute so zum so Ziel 12.000, 13.000 zu essen. Oder morgen noch 9. Das wären heute in 10 Stunden, das wäre schon eine gute Zeit, weil dann hätten wir morgen nochmal, wenn wir aufstehen, je nachdem. Das ist auf jeden Fall hart, bin ich an unsere Grenzen. Aber dafür ist eine Challenge da. Bevor die 24 Stunden nicht um sind. Ist die Challenge nicht vorbei? Nicht vorbei. So, Merle ist jetzt hier auch in der stabilen Seitenlage. Ja, wie geht's? Also ich kann mich gerade nicht bewegen, bin echt gerade chillen. Ich hoffe mal, es geht nachher noch weiter und müssen heute noch einiges reinmachen, aber die Müdigkeit. Zu, man sieht's, das ist echt. Die Müdigkeit, Chat, wirklich. 50% Hunger, 50% Müdigkeit, gegen die man kämpft. Das ist wie wenn du Schlafmittel nimmst und so Betäubungsmittel und du musst versuchen, wach zu bleiben. So ist das. So ist Kalorien-Challenge. Und dann musst du weiter essen und Sport machen. Das ist der wahre Gegner. Ach. Übelkeit oder sowas habe ich gar nicht immer. Ich habe nur so Magenschmerzen und Fülle, dass ich nichts mehr reinbekomme und das, man hat keinen Bock mehr, es runterzuschlucken. Also man ist halt satt und dann unnormale Müdigkeit. Mit der rechnet keiner von euch. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie müde man da ist. Es gibt eine körperliche Grenze hier. Ich kann mich gerade nicht bewegen, muss mich nur aufs Atmen konzentrieren. Bei mir geht's an sich noch. So viel Energie und trotzdem energielos. Das trifft's auf den Punkt. Muss ich sagen. Also ich könnte jetzt auch was essen wieder, würde ich jetzt auch. Ich muss nur genau schauen, was. Es ist jetzt 20 vor 10. Ich habe ja noch die zwei Sachen offen, aber die passen mir gar nicht in den Kram. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Storno, einen kleinen Refund. Man kann es im Prinzip rausrechnen. Wir können es nicht genau rausrechnen. Der Fehler lag am Anfang. Man hätte am Anfang essen sollen und es wiegen, was man isst. Und dann am Ende halt nicht mehr weiter essen, aber ist jetzt so gelaufen. Wir haben es am Anfang belegt. Ich werde jetzt ein Laugenbrötchen bei mir wegrechnen. Ich habe 8 Stück am Anfang belegt und dann sind es 7 logischerweise. Ich habe 150 Gramm Nutella auf 6... Er hält einfach Vortrag drüber, wie er das Ding jetzt rausrechnen wird. Ey, kannst du alle Nebenrechnungen vielleicht einblenden oder in der Videobeschreibung, dass wir da den ganzen nachfolgen können? Weil irgendwie, das kommt mir alles sehr spanisch vor hier. Hälften verteilt, das heißt 25 Gramm pro Hälfte, das heißt, wobei hier weniger drauf ist, aber egal, wir rechnen 25 Gramm Nutella weg. Dann habe ich Butter 250 Gramm auf 5 Laugenbrötchen und 2 Buttercroissants verteilt. Voice-over wegen Rechenfehler! Ey, Digga, die sind wirklich, die ziehen richtig durch, die Jungs. Die haben richtig Bock auf maximal Ernst, das zu machen. Ey, geiler Scheiß, Mann. Die saßen danach noch, da haben nochmal nachgerechnet so. Das ergibt insgesamt 14 Hälften. 250 Gramm verteilt auf 14 Hälften sind 17 Gramm Butter pro Hälfte. Das ist einfach so Abitur-Mathe-Aufgabe, was da kommt, Alter. So. Zwei Kerle machen Kalorien-Challenge. Sie essen so und so viele Kalorien. Sie haben am Anfang 8 Laugenbrötchen mit 250 Gramm Nutella auf 250 Gramm Nutella auf 8 Laugenbrötchen aufgeteilt. Person A aß so viel, Person B so viel. Nach 3 Mahlzeiten kommt heraus, dass noch 2 Dinger übrig sind. Eins mit Butter, eins Ding. Wie viele Vögel sind an dem Tag am Himmel geflogen? Satz des Kalorieditas darfst du dann ausrechnen. Wir rechnen 25 Gramm großzügig raus. Und Marmelade. Ich sag mal, vorhin haben wir hier 35 Gramm an Marmelade habe ich zurückgegeben. Da mache ich hier nochmal 20 Gramm, obwohl das keine 20 Gramm im Verhältnis sind, sagen wir es mal so. Dann ist es großzügig rausgerechnet. Dann machen wir mal die aktualisierte Kalorienbilanz von meinem Frühstück, was ich insgesamt gegessen habe, von 7 Laugen plus 2 Croissants. Und dann gibt es jetzt meine neue Gesamtsumme. 21.55 Uhr, Freitag, 31. Mai. Aber ich finde es richtig süß, Mann, Alter. Ich finde es richtig süß, Alter, wie die so richtig... Die machen echt keine halben Sachen, Alter. Ein paar Süßigkeiten für mich. Jetzt esse ich einfach mal ein paar und ein bisschen die Kerze. Schau mal, wisst ihr, das ist generell, scheiß mal auf Kalorien-Challenge, darum geht's im Leben, Alter. Einfach, wenn du was machst, mach's richtig. Mach's richtig, zieh durch und so. Und das ist alles, Mann. Da, wenn du es gemacht hast, das ist alles, was zählt. Hochzuschrauben. Und dann gucken wir mal, dass wir heute noch, also unser Tagesziel von 12.000, 13.000 wird heute. Diesen Mathelehrer beruflich, beide. 100 pro. Ey, ich sag's euch, wie es ist. Ein anderer Typ, der auch in Berlin bei dem Hyrox dabei war, der ist auch voll tätowiert und der ist auch Lehrer und sowas. Also ich finde das schon cool. Ich meine, ich würde mich so voll related fühlen, wenn ich Schüler wäre und so einen Lehrer hätte. Nichts.
Wir wollen jetzt versuchen, auf jeden Fall auf 10.000 zu kommen und dann morgen frisch morgens in die Sache reinzustarten und dann halt auch nochmal brettern bis zum geht nicht mehr und dann hoffen, dass wir auf jeden Fall die 20.000 knacken. Man erkennt schon so in seinen Augen. Er glaubt sich das selber nicht mehr, was er gerade sagt. Er glaubt selber nicht mehr, dass sie 20.000 noch schaffen. Nämlich den Rekord. Er glaubt sowieso schon gar nicht mehr. Er ist schon... Digga. Er ist schon, glaube ich, im Kopf im Grabe oder so. Er denkt sich schon, Bro, ey, scheiß mal auf diese 20.000. Ich will nur noch ins Bett. Einzustellen. Und wenn wir unsere 22.000... Die sind so geil. Alter! Als Ziel schaffen wäre natürlich grandios. So, das ist wie so eine Gruppenarbeit, so ein Referat, was man vorträgt. Der eine hat einfach gar nichts gemacht und der andere sitzt so vorne und er weiß alles, erzählt alles, versucht irgendwie noch die Show zu retten und er ist schon so voll. Digga. Aber jetzt müssen wir erstmal etappenweise denken. Es fährt gerade wieder ein bisschen hoch, mein System. Ich lag gerade richtig flach, eine halbe Stunde. Ich musste mich echt aufs Atmen konzentrieren. Aufs Atmen? Das ist echt hart. Aber langsam geht's wieder. Ich werde jetzt auch ein bisschen essen. Schauen wir mal, ob wir das heute die 10K voll machen oder wenn es geht 11. Und dann morgen die 20.000. Also wenn wir den Rekord einstellen, sind wir auch zufrieden auf jeden Fall. Oh. Kinder Bueno. Also sonst sind die irgendwie genüsslicher auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Geht schon schwierig rein gerade. Die Psychologie ist umgedreht jetzt. Mhm. Es ist lang nicht mehr das, was wir vor uns sehen. Normalerweise freut man sich, wenn man sowas mal ab und zu sich gönnt. Aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Noch 8000 Kalorien. Ständig wahrscheinlich. Danach sind auf jeden Fall Süßigkeiten erstmal eine Weile tabu. Mund raus. Boah. Also alles danach erstmal eine Weile clean essen. Also gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, ehrlich. Das ist ja auch nicht unser normaler Gebrauch. Nee. Normalerweise essen wir sehr strikt, machen auch sehr viele verschiedene Fastenformen. Da haben wir auch einige Videos hochgeladen, können wir jetzt auch mal drauf verweisen. Wir haben das Heilfasten gemacht, wo wir 5 Tage lang nicht gegessen haben. Mhm. Wir haben ketogene Diät 30 Tage ausprobiert, wie wir normalerweise eigentlich auch essen. Checkt gerne mal die anderen Videos aus. Uhr haben wir jetzt. Wir essen jetzt so Waffeln. Die wiegen nur 165 Gramm und haben auf 100 Gramm 469 Kalorien. Ja, und die versuchen wir jetzt noch wegzumachen und danach geht es für uns nochmal ins Fitnessstudio. Gut, ich hab's leer. Hier, let's go. Ich hab Papierstücke mit. Gegen 23 Uhr mussten wir noch mal ins Gym, um uns ein bisschen zu bewegen und den Schlaf irgendwie zu verbessern. Wir konnten leider kein Krafttraining machen, da wir bei einer Challenge 2 Tage zuvor 200 Klimmzüge gemacht haben und wir überall grauenhaften Muskelkater hatten. Das ist jetzt mal von 200 Klimmzügen? Oh doch, das ist schon viel, glaube ich, ne? Ich habe mal diese eine Stunde Klimmzug-Challenge gemacht, glaube ich, da waren es 300. Ja, da war ich, glaube ich, auch schon ordentlich. Am Ende hatte ich blutige Hände sogar. 29, 1. Juni. Jetzt drücken wir uns nochmal so weit rein. Wer will die 10K voll machen? Ich gucke so, dass ich jetzt erstmal die Waffeln esse, dann noch ein paar Raffaello, dass ich bei zwischen 9 und 10 rauskomme und morgen früh... Raffaello, das kann ich zum Beispiel nicht mehr essen. Das habe ich mal bei einer Challenge gegessen. Vielleicht war das sogar die 20.000 Kalorien Challenge. Und das war noch vorm Schlafen. Da habe ich eine ganze Packung davon gegessen. Hier so einen ganzen Bottich, der da steht. Und danach war mir kurz übel von dem Zeug, wirklich. Da ist diese Creme drin und sowas, und seitdem kann ich das nicht mehr essen. Wir haben uns nochmal eine Taktik gemacht, 2. Halbzeit, wir haben noch nicht aufgegeben, es wird auf jeden Fall morgen. Aber ich habe mich noch nie, auch nicht nach der 20.000 Kalorien Challenge oder so, von irgendwas übergeben müssen. Ein einziges Mal, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Ein einziges Mal musste ich kotzen bei einer Kalorien Challenge und das war nach der 10.000 Kalorien im Biergarten Challenge, weil ich da schon voll gefressen war wie nochmal was und dann... Volldepp gemeint habe, ich habe die Challenge jetzt geschafft, fertig gegessen und dann habe ich so einen Maskrug auf Ex noch leer gezogen und die Kohlensäure in meinem Magen ist dann richtig abgegangen von dem Bier natürlich, was ich so reinkippe in mich und dann habe ich das so, wann war das, so 3-4 Minuten danach ist mir echt richtig schlecht geworden und dann musste ich mich übergeben. Das war das erste und einzige Mal, wo ich mich übergeben musste von Essen. Wir haben gekämpft, wir haben einige Sachen, die wir verbessern können. Wir werden früh aufstehen und werden dann Vollgas geben. Das haben wir eingegeben, ich bin mal knapp 9000 rausgekommen. Das passt für mich heute, ich will morgen früh Gas geben, ich will auch gut schlafen. Mel ist. Okay, ich calle, die schaffen es nicht, Alter. Wenn die jetzt gerade mal so bei knapp 10.000 sind, schon so am Ende, die schaffen es nicht. Vielleicht gehen die so bei 15.000 raus, wenn es hochkommt.
bei 9,8 rausgekommen. Ja, also jetzt 20 vor 1, jetzt gucken wir, dass wir schnell pennen. Morgen haben wir auf jeden Fall die kürzere Hälfte, deswegen stehen wir früh auf, haben noch einiges geplant an Sport. Boah, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie verpennen. Jetzt den nächsten Morgen. Haben sie verpennt? Ist jetzt gleich 7 Uhr, wir sind extra Viertel nach 6 Uhr aufgestanden, um mal ein bisschen Zeit gut zu machen. Dann aufs Klo zu gehen. Ich konnte eigentlich relativ gut schlafen, ich denke jetzt nach dem Gym wird mir mal was gehen. Bitte was? Die sind um Viertel nach 6 Uhr aufgestanden und stehen jetzt über eine halbe Stunde... Schnell pennen. Morgen haben wir auf jeden Fall die kürzere Hälfte, deswegen stehen wir früh auf, haben noch einiges geplant an Sport. Jetzt den nächsten Morgen, es ist jetzt gleich 7 Uhr, wir sind extra Viertel nach 6 Uhr aufgestanden, um mal ein bisschen Zeit gut zu machen. Ja, ein bisschen gebraucht, aus dem Bett rauszukommen. Ich konnte eigentlich relativ gut schlafen, ich denke jetzt nach dem Gym wird mir mal was gehen. Vielen Leuten ging es nicht so gut. Ich bin wie schwanger, lag ich da, musste mich rechts links drehen, also natürlich hat man da keinen guten Schlaf, das war total beschissen und heiß. Ja, jetzt ein schnelles Gym, versuchen ein bisschen sich zu bewegen, damit man ein bisschen was frei macht und danach ein paar Sachen essen. 1. Juni, 8.36 Uhr, wir haben noch knapp 6 Stunden, bisschen weniger wie 6 Stunden. Die Zeit ist auf jeden Fall gegen uns, aber wir waren im Fitness. Also am Morgen ging es mir super schlecht, da hätte ich jetzt nicht an bei Essen denken können, also ich war wirklich... Das war eine die Idee, die ich mir bei meiner Kalorien-Challenge gedacht habe, und zwar eigentlich... müsste man wirklich den ganzen Tag über Sport machen und den ganzen Tag auf dem Fahrrad oder irgendwie sowas sein, dass man richtig viel verbrennt, weil dann kann man auch richtig, richtig viel essen. Aber das ist halt noch anstrengender dann. Dann nimmt es sich halt komplett auseinander. Schwanger, da war ich einige Mal auf Toilette, ein bisschen geradelt, ein bisschen frische Luft. Und jetzt kann man schon wieder die erste Etappe nehmen. Zum Frühstück haben wir die Franzbrötchen von Aldi gegessen. Sie wiegen im Schnitt 110 Gramm. Dazu gab es Laugencroissants und Schokobrötchen vom Kaufland. Die haben ebenfalls eine Einheitsgröße und wiegen im Schnitt 70 Gramm. Kennt ihr die Voiceovers von Abu Goku auf TikTok? Wenn Abu Goku so Vlogs macht, die reden genau gleich, die beiden. Das ist mal Todd Monte aus der Kindheit. Oh geil. Ich habe unter die Adler nicht gegessen. War früher richtig geil. Da gab es auch verschiedene Techniken, die zu essen. Erst das Weiße oder das Schwarze oder vermischen, da gab es immer früher Varianten und Strategien. Lucky King ist echt einer der krassesten von den ganzen Sachen, muss man sagen. Vielleicht sogar der beste, echt. Das ist echt krasses Ding. Bei Phil gab es zum Frühstück ein Laugencroissant, ein Franzbrötchen, 2 Todd Monte und ein Maxi King. Mel hat sich 4 Franzbrötchen und 3 Schokobrötchen reingezimmert und konnte so 2.500 Kalorien am Morgen gut machen. 9.17 Uhr, 1. Juni. Wir haben noch. Wir haben noch 6 Stunden Zeit, circa. 5 Stunden. Noch mehr Maxi King essen. Phil. Ja, die schaffen das nicht. Jetzt kommt noch Raffaello. Und den deutschen Rekord brechen. Und den deutschen Rekord brechen. Nummer 10. Ich meine, die essen so viel Zeug, Alter. Das ist so was, wovon man nicht so viel essen kann, Alter. Das sind die ganzen abgepackten Sachen und so viel Gebäck, was so aufgepufft ist mit so viel Luft. Das ist... Pizza, davon könnte ich auch nicht viel essen, Alter. Das ist auch ein Ding. 550 nochmal dazu. 15. Und nochmal 930 bei ihm dazu. Boah, die kämpfen, Alter. Die sind wieder chillig. Setzt euch doch mal hin und zockt mal eine Runde oder sowas. Spielt mal irgendwas. Macht mal den Fernseher an, zockt eine Runde irgendwie Playstation und esst dabei. Das ist, geht so easy weg, so ein paar Nicknacks. Die Opfer. Was herzlichen Dank für Ihre Spende, Islamic Relief Deutschland. Assalamu alaikum, hiermit bestätigen wir Ihre Spende in Höhe von 150 Euro. In Gaza, einfach einen kleinen positiven Impact zu machen. Ja, es ist sehr unmoralisch, was wir gemacht haben. Genau. Aber ist auch nicht, was wir täglich machen, sondern eine einmalige Sache im Zuge einer Challenge. Aber dennoch möchten wir dann was Gutes tun. Was zurückgeben. Und vielleicht kann ja... schließt sich der ein oder andere an, ja. Und es ermutigt auch noch, was zu spenden, und es wäre doch super. Und es ist auf jeden Fall ein Privileg, dass man jeden Tag Essen hat. Man muss sich nicht vollstopfen, man sollte nicht vollstopfen, aber man muss dankbar sein, dass man jeden Tag Zugang zu Essen hat, weil das haben viele Leute auf der Welt auf jeden Fall nicht, das an dieser Stelle nochmal gesagt zu haben. Sehr stark, sehr stark. Absolut richtig, Digga. So, das ist, würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt die nächste Kalorien-Challenge mache, auch eine Spende wahrscheinlich nach Gaza raushauen oder so. Das ist absolut
Schon mal, wir stopfen uns hier so voll für sowas und dann andere Menschen verhungern, das ist halt schon echt, echt pervers. Ach süß, jetzt check ich's erst. Wie so ein Marathon oder Triathlon haben die so eine Ziellinie gemacht, wo die durchbrechen wollten. Ah, das ist ja eine geile Idee, Alter. Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Oh mein Gott, Alter. Vielleicht klaue ich die Idee sogar für meine Kalorien-Challenge. Das finde ich richtig gut. Die haben Kuchen gemacht, okay. Sodele, wir haben uns für das Finale etwas Besonderes einfallen lassen. Der Merl ist ja jetzt schon bei 14.000 Kalorien und wir wollten das Ganze mit einer kleinen Überraschung durchbrechen, dann den Rekord. Hier seht ihr auf dem Schild eine 22.000, das war unser ursprüngliches Ziel. Wir machen jetzt eine 20 draus, das ist ja auch immer noch der aktuelle Rekord, weil 20 ist schon eine super heftige Zahl, muss man sagen. Wir sind sehr froh, wenn einer jetzt hier 20.000 durchbricht. Das ist ein Karottenkuchen, den haben wir von einer sehr guten Bekannten. Was drin ist, und das seht ihr jetzt. Die musste sogar filmen, wie sie alles reinmacht und so. Und sie haben es gefilmt. Viele Nüsse drin noch, ne? Das sind viele Kalorien. 3:45 haben wir noch. Und damit würde ich auf jeden Fall die 20 Kalorien brechen und Philipp würde auch auf den Kalorienangaben für einen Kuchen. Ein Kuchen hat 6200 Kalorien. Ein kompletter Block Butter ist drin mit 1400 Kalorien, 1500. Zucker extrem viel, 300 Gramm, alter Verwalter. Gemahlene Mandeln, die haben natürlich viele Kalorien. Boah, nicht schlecht für so einen Kuchen, aber der sättigt natürlich auch ordentlich, ne? Ja. Rausnehmen wir noch. Süß, Mann. Boah, der schmeckt bestimmt richtig gut mit dieser. Ist auf jeden Fall sehr deftig. Man denkt chillig noch einen Kuchen mit 6000, aber der hat es auf jeden Fall in sich. Hat auch viele Kalorien. Hat ja auf jeden Fall Dampf, aber mit der immer. Was meinst du? Kaffee. Alles, was wir hier natürlich heute nicht essen. Und wir haben heute Abend Gäste, heute Abend das Champions League Finale. Kommen Freunde von uns dabei, die werden es dann alles essen dürfen. Und wenn nicht, werden wir es verteilen. Also auf jeden Fall wird nichts weggeworfen. Ehrenmänner. Die machen sich bei allen Sachen Gedanken, Alter. Finde ich also, richtig süß. Pausieren an dieser Stelle ein Stück. Ich muss jetzt später weiter, das bleibt genauso liegen. Wir haben 12.20 Uhr, das heißt knapp 2 Stunden habe ich jetzt noch. Ich habe noch das angefangene Stück von vorher. Wenn ich das drin habe, habe ich ein Viertel Kuchen, also 1500 Kalorien. Dann wäre ich bei 15,5. Also das esse ich jetzt. Und dann werde ich ein bisschen switchen, noch ein paar Süßigkeiten essen, weil der Kuchen einfach zu deftig ist. Erstmal lässt den außen vor. Also ich bin jetzt bei knapp 13. Aber jetzt richtig schlecht. Also ist echt, mein Magen ist richtig ausgefüllt, obwohl ich das Glück habe, einige Mal aufs Klo gehen zu können. Aber ich muss jetzt schauen, ich noch 2 Stunden, ob ich die 15 noch voll machen kann. Wäre auch super. Und die Ziele werden so herabgeschraubt. Wir gehen rein, wir machen 22.000 Kalorien, wir schaffen das locker. Leute, wir haben gemerkt, es ist ein bisschen schwieriger. Also, ey, 20 ist auch echt krass, Mann. Und das wäre ja auch dann heftig. Wir machen nicht 22, wir machen 20. Hey Leute, wir haben jetzt noch irgendwie 1,5 Stunden. Mir fehlen noch irgendwie 7.000 Kalorien. Ich versuche jetzt 15, das ist ja auch cool. Hey Leute, wir haben es zumindest probiert. Danke. Doch. Ciao. Also ein Viertel habe ich jetzt gegessen, jetzt sind wir bei 15,5. Und ich mache jetzt weiter mit den Franzbrötchen, die gehen heute Morgen richtig gut rein. Und da haben wir jetzt noch 3 übrig, die werde ich jetzt versuchen als nächstes zu essen. Dass der sich immer noch was reinhaut davon, Alter. Andauernd diesen Süßkram. Ach, ich kann nicht mehr. Let's go! Let's go! Snickers-Eis. 2 Franzbrötchen gegessen. Es sind nochmal 840 Kalorien drauf. Dann kommt das Snickers noch. Schauen wir mal, wo ich rauskomme. Ich habe 13.100 und ich werde ein bisschen weiter kämpfen noch. 14, komm, 15, komm, wird sich zeigen.
Das wäre geil, wenn die so noch eingeblendet hätten, wie viel Kalorien sie schon haben und wie viel Zeit sie noch übrig haben. Nein, dass ich noch den dritten machen kann. Dass man halt mehr so einen Überblick hat, wie es steht. Also, wie das heißt, auch drin. Das heißt, wir sind bei 16.000. Oh, 16.500. Oha, okay, das ist dann doch tatsächlich gar nicht mal so schlecht, ne? Vielleicht schafft er das jetzt noch. Das Video geht noch eine Weile. Und dann kommt, ja, in einer halben Stunde so die letzte Runde. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. 13.50 Uhr. Oh, 14 Uhr irgendwas haben die angefangen. Ja, wird knapp. Das ist jetzt der letzte Anlauf. Bis 14.15 Uhr haben wir Zeit, also noch 25 Minuten. Boah, nee. Ich werde jetzt einfach nochmal auf ein paar Zahlen kommen. Genau. Was ich vorgenommen habe, ich will eigentlich noch 700 Kalorien voll machen, dann habe ich 14.000. Das ist dann für mich auch in Ordnung. Jetzt gehen wir auf 14 runter, gerade eben noch 15. Genau, ich denke, ich will noch so 500, 600 essen, dann bin ich bei 17.000. Dann haben wir nicht unser Ziel erreicht, aber ja, haben trotzdem sehr gut gegessen, würde ich sagen. Und haben sehr viel mit. Real Talk ist trotzdem heftig, Alter. 14.000 ist mega übertrieben viel und 17.000 Kalorien unnormal viel. Ich kenne wirklich, also in meinem persönlichen Bekanntenkreis, glaube ich, niemanden, der so viel essen kann. Genau. Und haben sehr viel mitgenommen, aber dazu später. Nutri-Riegel, einer der krassen Sachen, muss man sagen. Und wer behauptet, dass Knoppers-Riegel besser schmeckt als der, der hat auf jeden Fall einfach keinen Plan, muss man so sagen. Normales Knoppers ist geil, keine Frage, aber Knoppers-Riegel ist nicht so krass und vor allem nicht so krass wie der Nutri-Riegel, weil der Nutri-Riegel auch viel krasser ist als normales Hanuta. Also tut euch einen Gefallen, holt euch den mal ein. Ich glaube, er hat recht, ja. Ich weiß nie, welcher von beiden Riegeln der geile ist, aber ich glaube, er hat recht mit dem, was er sagt, weil der Hanuta-Riegel, also Hanuta selber ist überhaupt nichts Besonderes. Hanuta-Riegel, richtig nice. Knoppers selber, sehr geil. Knoppers Riegel, wenn man den Hanuta-Riegel schon mal gegessen hat, nicht so krass. Nach 14.000 oder 13.000 Kalorien wahrscheinlich nicht mehr so krass. Ne? Boah, fertig. Ja, beide, ja. Herzlichen Glückwunsch. Neues Ziel erreicht. Wir haben es geschafft. Also hiermit ist die Challenge offiziell vorbei. Es ist gleich 14 Uhr und wir erklären sie für beendet. Es bringt nichts mehr. Also ist die Mission gescheitert, ein bisschen failed. Ist aber für uns überhaupt kein Problem. Dafür sind Challenges da. Jawohl. Wichtig ist, es auszuprobieren. Also gucken, was deine Grenzen sind. Und was mitzunehmen und zu lernen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen gelernt und wir werden auf jeden Fall ein paar krasse Schlussfolgerungen daraus ziehen. Kommen wir nun zur finalen Auswertung. Bei mir waren es am Ende 17.128 Kalorien, 1.619 Gramm Kohlenhydrate, davon waren 600. Alter, wie kann man denn bei, um Gottes Willen, wie, das ist ja fast schon eine Kunst, bei 14.000 Kalorien nur auf 330 Gramm Eiweiß zu kommen. Also ich habe bei meinen Challenges eigentlich immer so ein knappes Kilo oder irgendwie sowas Eiweiß oder was weiß ich, ja, keine Ahnung, 800 Gramm oder 600 Gramm Eiweiß oder sowas. Ich habe aber auch viel mehr Fett bei mir, viel mehr. 850 Gramm Fett ist ja noch... Oh Mann, bei mir sind es häufig über ein Kilo oder 1,5 Kilo Fett hatte ich, glaube ich, mal. 107 Gramm Zucker, 1008 Gramm Fett und 370 Gramm Protein. Ich bin auf 14.030 Kilokalorien gekommen, 1251 Gramm Kohlenhydrate, davon waren 608 Gramm Zucker, 849 Gramm Fett und 330 Gramm Protein. Also quasi High Protein Day. Dann haben wir noch Respekt an Julian de Franklin, den Rekordhalter. Echt krass, er hat auf jeden Fall schon einige Male darauf hintrainiert. Das hat er auch nicht beim ersten Mal geschafft, so wie ich das gesehen habe. Also echt krass, super. Du machst echt super Videos, wir schauen ja auch einige. Aber wir würden dich gerne mal zu einer etwas anderen Challenge. Danke dafür auf jeden Fall. Herausfordern. Im Essen bist du sehr, sehr gut. Wir wissen aber nicht, wie gut du im Fasten-Game bist. Und du bist ja leidenschaftlicher YouTuber. Wäre mal cool, wenn du vielleicht so 5 Tage lang Heilfasten machst, das heißt gar nichts dabei isst und einfach schaust, wie dein Körper dabei reagiert, was für Sachen du daraus mitnimmst. Boah. Wir haben es bereits gemacht und es ist für uns immer eine sehr, sehr, sehr krasse Phase. Mhm. Und du gönnst ja immer viel Essen. Ich denke mal, das wird dann auch deinem Körper ganz gut tun, wenn du dir mal ein bisschen entgiftest. Also schauen wir. Ey, wir haben, es ist lustig, aber da, vielleicht haben die Jungs auch beruflich irgendwas mit Ernährung oder so Ernährungswissenschaftler oder so zu tun. Wir haben in einem anderen, gerade in einem Video davor, wo wir drauf reagiert haben, habe ich das Thema angesprochen, dass es gesundheitlich absolut gesund ist, zu fasten und dass das absolut Sinn macht. Ich weiß nicht, ob das Heilfasten, was die gesagt haben, ich meine, also das ist, glaube ich, mit Trinken, ne? Weil das ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied, weil nicht trinken ist in meinen Augen nicht gesund, Alter. Also das verbinde ich nicht mit gesund, nicht zu trinken. Wenn man aber Wasser trinken darf oder auch so Sachen wie Kaffee, die halt den Blutzuckerspiegel, also Kaffee muss jetzt nicht sein, das
wäre nice für mich, aber dann kann ich auch darauf verzichten, die 5 Tage. Aber wenn man zumindest Wasser trinken darf, dann wäre das okay. 5 Tage nichts essen? Könnte ich mir vorstellen, die Challenge. Könnte ich mir schon vorstellen. 5 Tage Heilfasten. Wasser muss, ja, nach 5 Tagen verdurstest du ja schon fast, wenn du 5 Tage nichts trinkst. Ja, doch, könnte ich mir vorstellen, die Challenge tatsächlich. Schauen wir mal, ob du, was du daraus machst. Jetzt kommen wir zur Waage. Ich hatte davor 86 irgendwas, also so um die 5 Kilo sind auf jeden Fall drauf. Ist gar nicht mal so viel, aber tun wir jetzt auch nicht rausdrücken oder so, da kommt einfach so raus. Ist einfach komplett gespannt. Fühlt sich auf jeden Fall richtig eklig an und ungesund. Und das werden wir auch nie wieder machen, sowas. Also, schauen wir mal, was hier ging. 81,6, ich habe 86 gemacht, also auch fast 5 Kilo. Ich war halt einige Mal auf dem Klo zum Glück. Und im Bauch ist halt auch. Ja, ich hab den nicht. Ich bin auf jeden Fall geschwängert. Ich spann auch nicht, wenn du sagst, er spannt so. Es ist einfach total schade. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch erzählen oder ansprechen. Ich habe. Er hat sich selbst geschwängert. Hat er sich dann quasi selbst Am ersten Tag nach dem McDonald's, wo es mir so schlecht ging, musste ich mich übergeben. Ich habe mir nicht einen Finger oder so gegeben, es kam einfach, mein Körper konnte nicht mehr. Ich musste mich einfach übergeben. Das hätte eigentlich die Challenge unterbrochen, aber in dem Moment hat es keinen Sinn für mich gegeben, weil es ging mir danach wieder gut. Es ist natürlich kein offizieller Versuch, hätte ich es jetzt geschafft, hätte ich es auch zugegeben. Aber trotzdem wollte ich noch alles geben fürs Video, habe weiter durchgezogen, habe so viel am Ende gegessen, wie ich nur konnte. Und wir haben es beide leider nicht geschafft, aber wichtig ist, denke ich, was wir daraus mitgenommen haben, was wir wieder gelernt haben bei so einer Challenge. Auch wenn es jetzt nicht plump anhört, weil es eine Essens-Challenge ist, aber tatsächlich mussten wir sehr an unsere Grenzen gehen. Mental mussten mehrmals einfach weitermachen, wenn es gar nicht mehr ging. Wir mussten eine Lösung finden, wo es am Tode schlecht ging. Wir sind 3-mal ins Fitness gefahren, waren dort Radern, um zu verbrennen. Gestern Abend noch um 11 Uhr sind dann erst sehr spät ins Bett, sind und morgen um 6 Uhr aufgestanden. Also wirklich außerhalb der Komfortzone haben wir wieder alles gegeben. Die letzten Wochen spiele ich eigentlich überragend. Und am Ende kann man nicht immer das Endergebnis beeinflussen. Hat leider nicht gereicht, aber wir für unseren Teil, wir können stolz sein, denke ich. Es wird noch ein Video danach geben, wo es ein bisschen über die Tage danach geht, wie wir jetzt darauf reagieren werden, was wir tun werden, um den ganzen Schaden so gering wie möglich zu halten. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, für alle, die so lange zugeschaut haben. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, wenn euch die Leistung trotzdem gefallen hat. Und ja, schreibt einen Kommentar oder sonst was. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ich muss sagen, ganz ehrlich, die beiden Jungs haben mies sympathisch gewirkt auf jeden Fall. Richtig lieb. War echt, also die sehr, sehr nett irgendwie. Die, keine Ahnung, hat man irgendwie gleich so ins Herz geschlossen. Und ich fand es richtig geil, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben, beziehungsweise so viel Gedanken um diese Challenge und das so übertrieben ernst genommen haben, so ehrlich sind und das wirklich einfach komplett real und geil durchziehen wollten. Weiß ich absolut zu schätzen. Dicke Props gehen raus, kranke Leistung, 17.000 Kalorien. Ich 14.000 eher hier an der Stelle nicht geschafft, aber ey, Digga, das ist auch, ich mache das ja auch schon seit vielen Jahren, so Food-Challenges und sowas. Und irgendwann, wenn man immer wieder sowas macht, dann weiß man auch, was man gut essen kann und was man nicht so gut essen kann. Und das ist quasi wie wenn jetzt ein Regionalspieler gegen einen Bundesligaspieler spielt. Das ist dann irgendwann auch nicht ganz fair wahrscheinlich, weil der eine einfach viel mehr Erfahrung hat oder nicht oder keine Ahnung. Das schreit nach einer Reaction von Franklin. Das habe ich jetzt erst gesehen. Das ist ja süß. Damit sind wir jetzt quasi durch. Das Ganze ist abgehakt. Schaut gerne bei den Jungs vorbei. Next 8 Level ist in der Videobeschreibung verlinkt. Kuss geht raus. Und wer weiß, vielleicht stelle ich mich eines Tages der Challenge mit den 5 Tagen nichts essen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Bin mal gespannt, was dann passiert, wie es mir geht und was dann auf mich zukommt. Jetzt habe ich zuletzt eine Woche jeden Tag Kalorien verdoppelt. Da waren die ersten 3 Tage 200 Kalorien, 400 und 800. Es hat sich schon gefühlt, es hat sich so angefühlt, als dürfte ich nichts essen. Boah, 5 Tage. Alter, das ist dann schon echt Grenzerfahrung. Naja. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Over and out. Ciao.